So, und weiter geht's mit der nächsten Level-Session. Ich habe noch Level 17, beziehungsweise fast Level 18 erreicht. Also in der letzten Stunde, die ich noch gelevelt habe. Und, wait, die kann ich, glaube ich, nicht mehr nutzen, oder? Die kann ich gar nicht mehr nutzen, verdammt. Sind die handelbar? Wahrscheinlich nicht. Okay, weg damit. Genau, ich werde noch eine Stunde leveln. Ich habe auch hier den EXP World Buff Coin drin. Beziehungsweise zumindest dabei. Moment. Warum kann ich's casten? Hä? Oh. Ja gut, okay. Was habe ich sonst noch alles? Ich will noch das Ding nutzen, das nutzen. Und ich glaube, weil ich Lust habe, alles rein da. Komplett alles rein. Hier zu leveln ist eh ein bisschen AIDS und ich werde ihn relativ schnell skippen, das Ganze. Deswegen. Genau. Das ist der Plan. Ich habe mir überlegt, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist, wenn ich jetzt immer von jeder Levelstunde einfach eine Folge aufnehme und den Rest der Folge dann quasi offscreen mache. Ich denke, dass das halt irgendwie ja, relativ sinnvoll ist, weil man halt dann nicht, oder weil ich halt nicht so viel ja, Level-Content halt einfach dann uploaden muss, der halt vielleicht auch nicht so interessant ist und dafür dann lieber mehr Dungeon-Content, mehr Farm-Content und genau. Das ist zumindest momentan so der Plan. So, brauche ich sonst noch irgendwas? Ich fühle mich gerade irgendwie so leer. Irgendwas habe ich doch vergessen, oder? Ah, fuck. Wieso man laggt, wenn man Level abgeht? Okay. Hochinteressant. Na gut. Trang Rank 18. Ich muss ein bisschen Gas geben, weil die Leute in meiner Gilde sind halt einfach auch schon. Ah, fuck, ich habe das XP-Pad vergessen. Die sind mittlerweile auch schon so hoch einfach. Und ich denke, ich meine, ich muss irgendwie nachziehen. Bloody hat heute schon Level 60 gemacht. Halt wirklich total krank. Und ich meine, ich werde natürlich jetzt noch nicht irgendwie mithalten können. Absolut nicht. Ich meine, Level 30 oder so könnte ich vielleicht schon noch mitziehen, aber die Farmen halt schon ganz andere Dungeons jetzt. Und das ist natürlich für mich ein bisschen nachteilhaft. Was habe ich eigentlich? Lol, hier laufen nicht meine Buffs. Enhanced Experience. So, was haben wir sonst noch? Was fehlt denn noch? Ja, ich glaube, ich habe alles. Okay. So, was gibt's Shout-up? Ah ja, okay. Lol, hat er gerade nochmal den Skill aktiviert? Den Buff? Naja. So, XP-mäßig. XP-mäßig schaut's gut aus. Ah, schaut's wirklich gut aus. Sehr gut sogar. Was ging drum ab? 0,4 oder so? Not bad. Sind hier gerade Mobs vor meinen Augen despawned? Kann das sein? Also es ist schon ein bisschen spät und alles, aber ich kann schwören, hier ist gerade was vor mir despawned. Uhuhu. Ja, mit dem Dragon Knight. Immer zu mir. Spät haben wir es eigentlich hier gerade. 0:54. Ja. Die Zeit vergeht. Genau, also Levelziel heute ist es auf alle Fälle 25. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass ich vielleicht irgendwie so bei 24 oder so hängen bleibe. Müssen wir mal schauen. Morgen ist dann wieder Sonntag, das heißt, das ist wieder Tournament, also quasi GW-Tournament. Dann kann ich nochmal 2 Level-Ups machen, quasi for free. Und das wäre natürlich dann schon sehr geil. Weil ich meine, das einfach zum Beispiel von 25 auf 27 ist ja halt wirklich episch. Natürlich klar, je höher man ist, desto mehr profitiert man davon. Und insofern, ja. Jedes Level mehr was schaffen, ist einfach sinnvoll. Denn wir sparen es halt damit zumindest ultimativ auf lange Sicht dann einfach wirklich schon sehr, sehr viel Leveln und Levelerei, wie man es auch immer nennen will. Und genau. So.
bin in den letzten Tagen gar nicht mal so arg viel zu irgendwas gekommen. Ich habe mich so viel mit Politik beschäftigt letzten Tage. Es ist einfach so viel passiert. Die Sache mit Trump, die Sache mit Compact und das Ding ist, wer weiß, was noch alles passiert ist, bis diese Folge rauskommt. Es stehen jetzt schon die nächsten zwei oder sogar die nächsten drei Zeitungen aktuell sogar schon im Fadenkreuz. Einmal die junge Welt, glaube ich, heißt die. Das ist eine extrem linke Zeitung. Dann Auf 1, da wurde der Fernsehsender in der Corona-Zeitung verboten, aufgrund von Aussagen zu Corona. Interessanterweise ist das Verbot immer noch aktiv, obwohl es mittlerweile absolut irrelevant ist, diese Aussage. Die sollen irgendwie komplett verboten werden, laut irgendeinem Insider. News angeblich auch. Ey, es ist echt krass, was hier abgeht. Also es ist wirklich nur noch wild irgendwie. Und ja, das Problem ist halt wirklich so, ich merke halt wirklich so von Tag zu Tag einfach mehr, dass ich halt einfach hier raus muss. Und ja, das Problem ist halt so, auch Österreich ist halt nicht so dieses perfekte Land, da passiert auch sehr viel Scheiße, wirklich, wirklich viel Scheiße. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ist halt so ein Stück weit besser als Deutschland, aber effektiv ist es halt nicht wirklich eine Verbesserung. Und deshalb, ja. Ich weiß aber auch gar nicht, wo ich hin soll. Es ist alles so, man kann alles wirklich zweimal umdrehen und es wird nicht besser. Also, ja, ich weiß nicht. Weil du kannst wirklich alles nehmen, du kannst auch Südtirol nehmen und so, was ja quasi Teil von Italien ist. Das ist alles nicht toll. Ich weiß wirklich nicht, wo ich hin will oder wo ich hin kann. Halt irgendwo hin, wo die Steuern einigermaßen niedrig sind. Ich habe einfach keinen Bock auf 50% Steuern. Und eine Krankenkasse, die halt 1000 Euro im Jahr kostet. Sorry, im Monat. Also als Selbstständiger meine ich jetzt. Und bei dieser Beitragsbemessungsgrenze ist man halt immer selbstständiger sehr schnell. Ja, ich weiß es nicht. Das Problem ist einfach, ich brauche ein Land, wo einmalige Einnahmen, also angenommen, man macht halt irgendwie jetzt 4 Jahre lang 0 Euro, macht beim 5. Jahr halt irgendwie so 50.000, 100.000 oder so. Und ich brauche ein Land, welches das einfach nicht mit effektiv 70% besteuert. Oder fairerweise sagen wir 50-55% mit Sozialabgaben von was weiß ich wie viel. Das geht halt nicht. Das kann ich halt nicht. Das klappt halt nicht. Und, oh, 5% mehr XP. Nice. Ja, deswegen, da bin ich halt echt so am Struggle. Und ich weiß echt nicht, wohin. Ich bin effektiv also die alten sowjetischen Länder, also quasi Osteuropa. Tschechien zum Beispiel. Ja, haben glaube ich eine Flat Tax von 15%. Hat schon auch interessant. Einigermaßen interessant. Naja. Aber klar, auch der Lebensstandard soll gut sein, das Klima soll gut sein, die Leute sollen cool sein, soll sicher sein und so. Man hat halt wirklich. Ja, es ist halt in jeder Hinsicht immer wieder so ein. Das ist eine ganz schwierige Sache irgendwie. Es ist immer so ein. So ein Balanceakt einfach. Oder dann einfach das ganze Leben in Deutschland leben und einfach von, keine Ahnung, Sozialhilfe und Co. Ich meine. Ist halt dumm. Ist halt absolut dumm. Aber das ist halt eigentlich das Sinnvollste, was du in Deutschland machen kannst. Wenn du da arbeitest, ist es halt. Es lohnt sich halt nicht effektiv. Also Selbstständiger. Ganz vergessen, lohnt nicht. Also allein die ganze Bürokratie, allein die Rechtsunsicherheiten und Co. Und wie schnell und wie viele, dass da halt einfach irgendwie juristisch gefickt werden, weil dort einfach als Selbstständiger unmöglich halt allen bürokratischen Sachen entsprechen kannst und so. Ich meine, ich sehe und höre irgendwie das Gleiche. Also es ist halt nicht mal so, dass es nur irgendwie so Ausnahmen sind oder so. Es ist immer das Gleiche. Und die Horror-Stories, die mehren sich halt eigentlich mit jedem Jahr mehr und mehr.
Das Problem ist halt, wenn ich nach, also wenn ich in Deutschland bleibe und eine Firma hergründe und ich würde auswandern, dann halt instant die Wegzugsbesteuerung. Die ist richtig übel. Und dann noch die Entstrickungssteuer und was weiß ich alles. Wenn ich nach Österreich gehe, exakt dasselbe, wenn ich dann nochmal auswandern würde. Also in jeder Hinsicht ist es halt. Ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Warum habe ich so viel? Ach Gott, die ganzen komischen Dragon Balls. Ja, komm, hier weg damit. In jeder Hinsicht ist es einfach nicht gut. Aber ich muss halt irgendwie ein Land finden, wo ich halt wirklich dann bleiben kann. Und will, vor allem. Das ist halt echt schwierig, weil wenn ich jetzt halt eine Firma da gründe und die rechnen sich halt dann irgendwie einen Firmenwert von 1 Million oder so aus und das erreicht man sehr schnell. Das, ich weiß nicht, wie gesagt, nicht mehr genau die Formel und so, aber es ist halt echt. Also, was heißt, man erreicht schnell? Das Finanzamt errechnet diesen Wert schnell, sagen wir so. Ja, da bist du dann eben mal schnell mit, was weiß ich. Wenn die jetzt sehen, okay, du machst irgendwie 200k im Jahr mit der Firma, brutto, dann sagen die jetzt so, ja, dann über so und so viele Jahre gesehen, machst du so und so viel Umsatz und dann haben wir noch irgendwie so einen kleinen bisschen Spielraum und so nach oben und dann ja, ist die Firma einfach mal so bei 800 bis 100, bis 1 Million. Und wenn man dann auswandert, dann halt Wegzugsbesteuerung drauf zahlen. Yay. Kann man vergessen. Leute, ich hab noch mehr Mobs. What the fuck? Ja, ist alles nicht so toll. Na komm. Es sind so viele Mobs, aber ich kann die alle nicht einsammeln. Also den ganzen Loot nicht einsammeln. Wegen dem ganzen Shit, der herumliegt. Okay, so, Pad rein. Na komm. Ah, lol. Nur das, sonst nix. Okay, interessant. 92% schon wieder. Gleich haben wir Dragon Ring 20 erreicht, by the way. Maximal, ich meine, du bist 50, maximal 52. Bürgergeld. Bürgergeld. Oh Mann. Vaterschaftsurlaub. Ja, naja. Also, wie viel Petfood habe ich eigentlich dabei? What the fuck? Das ist irgendwie aber komplett übertrieben, merke ich gerade. Pet ist auch gleich Level up. Wo bin ich gerade stehen geblieben? Ja. Also, mal schauen, in welche Richtung das geht. Das ist halt einfach nur saublöd, weil ich kann aktuell. Ich bin komplett. Ich kann nichts machen. Ich kann halt nichts anmelden oder sonst irgendwas. Und. Es gibt ja gerade so ein paar Sachen, wo ich einfach noch ein bisschen Geld verdienen wollen würde. Aber das lässt sich halt schwer umsetzen. Dragon Ring 20 erreicht, yay. 99%. Boah, wie hoch das Patch schon wieder ist. Wir haben es erst angefangen, letzte Stunde, glaube ich, oder? Wir laufen jetzt die dritte Stunde und wir haben es, glaube ich, ja, letzte Stunde haben wir es angefangen, letzte Levelstunde. Schon krass irgendwie. Unser Schaden steigt einfach immer weiter. Bürgergeld wird eine Überlegung wert. Wisst ihr, wir reden halt gerade sogar noch legit über dieses Thema. Und die reden halt auch drüber. Ja, nee, also hier irgendwie was. Also, keine Ahnung. Ich arbeite halt nicht für den Staat. Die Leute gibt's. Die finden es auch total okay. Nein, sind mit Power-Ups abgelaufen. Ich find's auch total okay und alles. But not me. Das war wirklich so das Letzte, worauf ich Bock hätte. Weapon Level Up, yay. 178. Ja, also irgendwie muss ich mal schauen. Ich weiß, wie gesagt, noch immer nicht genau, wie ich das Ganze anstelle. Aber momentan sieht's einfach so aus, es geht einfach nichts voran. Und natürlich, ich meine, ich habe gehört, bis Ende 2024 werden die Zinsen, ich wollte sagen, die Steuern, die Zinsen um maximal 0,25% gesenkt. Das heißt, dieses Jahr wird gar nichts mehr gehen. Und auch nächstes Jahr wird wahrscheinlich gar nichts gehen mit dem Hausverkauf. Problem ist, ich muss ab spätestens Mitte nächstem Jahr
mein Gewerbe aufmachen und Geld verdienen. Weil dann zumindest die Krankenkasse ankommt und so. Ja. Das ist alles in jeder Hinsicht wirklich dumm. Aber ja, sobald ich halt mein Unternehmen aufmache, bin ich halt echt am Arsch, wenn ich auswandere. Es stört mich alles wirklich. Ah, Pet is Level Up, nice. Juhu. 42%. Hier fehlen Power-Ups. Das fehlt. Und das fehlt, okay. 47%, läuft gut. Fünf. Jetzt geht's mit Penia weiter, oder? Genau, perfekt. Gib mir noch bitte eine 7 oder so. 7, perfekt. 10% mehr XP. Also wie viel hatten wir, glaube ich, vor? Ich weiß gar nicht genau, was wir vor hatten. 6%, glaube ich. Ne, 4%. Nee, was waren das? Ich glaube, es waren 6%. Ich bin mir nicht ganz sicher. Genau, 6, dann waren es 8, jetzt haben wir 10. Also 8 mit der schlechten Roll. Genau. Wir müssen auch mal unbedingt so einen Collectors, also einen Collector-Umhang holen für die 10% extra XP. Wir müssen wirklich jedes bisschen an die XP irgendwie rausholen. Das ist verdammt wichtig. So, wir sind schon bei 17 Minuten. Ich mache jetzt noch die 20 voll. Und dann will ich meinen Film anschauen. So. Letztens gerade gesehen, ich habe schon wieder Hauptuntersuchung beim Auto. Ah, das wird wieder teuer. Momentan generell, also was heißt momentan, ist alles so teuer geworden. Ich meine, ich denke, jeder, der halt ein Auto hat, der kennt das. Also wenn man halt Service beim Vertragshändler macht, mit den ganzen hier, mit TÜV, 700 Euro, also 500 bis 700 Euro, locker, easy, ganz schnell. Und insofern, ja. Ich hab's auch komplett verpennt irgendwie. Dass ich wieder HU hab. Also, dass ich wieder TÜV hab. Und normalerweise bin ich jemand, der wirklich spart ohne Ende. Aber ich hab so viel ausgegeben. Also, ich glaube, ich krieg bis dahin genug zusammen. Beziehungsweise, ich teile sie wahrscheinlich wieder mit meiner Mutter. Wir nutzen halt beide das Auto und deswegen halt 50-50. Ja. Aber würde ich jetzt allein zahlen müssen? Glaube ich, wäre unangenehm. Ich glaube, ich wäre sogar so unangenehm, dass ich irgendwie von dem Sparkonto, wo man aktuell ein paar Zinsen kriegt, wieder was rüber überweisen müsste. Und das musste ich noch nie in meinem Leben machen. Never, ever. Aber ja, ich habe halt, wie gesagt, wenig gespart. Oder zu wenig gespart. Zu viel ausgegeben und so, halt für irgendein Stuff. 3D-Drucken und so, ist teuer. Teures Hobby. Und, ja. Das ist hier die Problematik wieder. Und ja, es gibt noch ein paar Leute, wo Geld aussteht, weil die, ja, Zahlungsmoral ist immer so eine Sache. Sogar bei Freunden teilweise. Selbst da ist es immer wieder so. Oh, 97%, okay. So, eine Audi machen wir noch. Und dann werden wir den Film schauen. 17 Again habe ich gehört, das ist ein cooler Film. Also ich habe irgendwie so einen Clip auf YouTube gesehen, dachte mir so, schaut lustig aus. Die Bewertung auf Amazon ist auch ganz okay. Ich glaube 4,5 oder so von 5. Oder 4 von 5.
Ja, leider aktuell nur zum Leihen. Für 3,99. Aber ja, ist okay. Ich meine, wenn halt gute Filme gemacht werden, dann bin ich auch bereit, dafür was zu zahlen. Und ja, auch jetzt aktuell finanziell nicht. Also was heißt, es schaut überhaupt nicht schlecht aus. Aber was soll ich sagen? Naja. Also, ja, ist natürlich absolut jammern auf sehr hohem Niveau. Denn wenn man halt die Möglichkeit hat, dass man halt mit zwei Klicks halt einfach Geld rüberweisen kann vom Sparkonto, was auf dem gleichen Account liegt und so, dann ist es halt eigentlich nicht wirklich ein Problem. Aber natürlich, man denkt sich halt so, ja, man spart halt so und man will halt, dass das Geld nicht weniger wird, sondern halt mehr wird und so. Hat mehr so ein psychologisches Ding, glaube ich. Okay, ich glaube, ich level jetzt entweder noch hier oder bei den Roten dann direkt. Bin mir noch nicht ganz sicher. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.